Wir sind in Seeblatt City. Ja, ist das nicht spektakulär genug? Soll ich noch irgendwas sagen? Ich glaube, hier war auch eine Arena. Ja, da. Und das ist dieser komische Professor, der nicht richtig reden kann. Cool. Ich hole kurz mein Glumanda. Wobei, ich glaube nicht. Das ist egal, weil ich das Glumanda eh nicht trainieren werde, weil ich zu viel Angst habe. Okay. Okay, ja, ich gebe es zu. Ich gehe hier kein Risiko ein. Und ich lasse auch nicht mein schwaches Zubat von, wobei das sogar auf einem Level-Niveau ist mit meinem Team. Aber gut, das ist ein Armutszeugnis für mich. Wer macht die Eröffnung? Vielleicht Stein? Steinalarm? Ich glaube Steinalarm. Okay, nochmal speichern. Weil ich nicht mehr so weit laufen will. Speichern. Hallo Professor Dingsbums Dings. Du erinnerst an allem Schrott. Und du hast die Pyramiden gebaut. Ich hab's gesehen. Wirklich. Und Gott ist ein Körperdor. Wir sind alle verdammte. What the fuck? Was ist denn jetzt passiert, ey? Oh Mann, was ist das wieder für ein Lärm hier draußen? War das schon wieder unser Professor? Er soll gehen. Er war früher ein sehr intelligenter Mensch. Jetzt nicht mehr. Angeblich hat er eine Zeitreise gemacht und seitdem ist er völlig irre. Wenn er hier so ohne Aufsicht herumläuft, kann das gefährlich werden. Ich bin Misty. Such doch bitte nach ihm und bring ihn zurück. Danach können wir kämpfen, wenn du willst. Misty, sie ist so heiß. Okay, Misty. Okay, wo ist der Professor? Wo ist der wahnsinnige Professor? Ist er in die Höhle gerannt? Er schien mir beim ersten Mal gar nicht so wahnsinnig zu sein. Aber gut, ich suche ihn. Ich habe ihn gleich. Gleich habe ich ihn. Ja, da ist er. Oh Gott, Pokémon. Das ist nicht Arceus, das ist ein Karpador. Oder Arceus oder Arceus, was auch immer. Arceus, Arceus wäre wahrscheinlich die altlateinische Aussprache, aber es ist für mich Arceus wegen Zeus und das C vor E und I als Z. Ihr versteht oder auch nicht, ist mir egal. Arceus, ein Karpador. Mein Blasen sich bewegt, dieses hilflose Auf und Ab. Es tört mich auf eine Weise an, die es meine Frau niemals schaffen würde. Es ist sogar kühl und göttlich. Karpador ist das Gott-Pokémon, definitiv. Ey, er ist ein Professor, er muss es wissen. Ja, ist schon recht. Was war das? Ich bin ein Professor. Achso, was war das? Das war eine Frage, keine empörte. Achso, Feststellung, okay. Nein, mein Karpador, du bist die ganze Zimmer. Das ist das Missing No, das wegen mir entkommen ist, aber hey. Wow, das werde ich mal ein Gott-Pokémon. Und ich bin ein Professor, ich muss es wissen. Mein armes Karpador, jetzt muss ich einen Mal suchen. Nee, du kommst erstmal mit zur Arenaleiterin und das war keine Bitte. Nein, nicht zu ihr, sie ist böse, sie mag keine Karpadors, nur wahre Bosse. Muss ich dich dazu zwingen? Du kriegst mich nicht! Wie willst du entkommen? Das hier ist eine Sackgasse. Ich drehe die Zeit zurück, sodass die Meteoriten nicht hinunterfallen, sondern hochfliegen. Bitte was? Bei der Macht. Was zum Heiligen? Ja, ganz genau. Naja, der ist wohl fürs Erste weg. Ich glaube, ich hole mir jetzt echt. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal den nächsten Orden. Was ich nicht kann, weil ich den Professor holen sollte. Und warum ist dann. Habe ich den Pokéball nicht geholt? Dieser Pokéball an dieser Position kommt mir so unglaublich bekannt vor, dass ich meine, ich hätte den eigentlich schon geholt, aber gut, anscheinend nicht. Vielleicht hole ich ihn ja einfach jetzt. Wer will mich aufhalten? Wer will mich aufhalten? Ihr etwa? Meteorit? Den habe ich doch schon wegen der Plot-Geschichte damals. Okay, egal, jetzt haben wir noch einen. Kann ich damit irgendwas machen? Oder brauche ich den vielleicht sogar in Zukunft nochmal? Meteorit? Ein Meteorit aus dem Meteorhain. Danke für die Information. Wirklicher Mehrwert, cool. Gut, was mache ich denn jetzt mit dem blöden Professor? Der ist wohl jetzt im Space oder so? Kann man nichts machen. Misty, ich hab's probiert. Hallo, du Penner. Du willst Tipps? Dann versuche nur die Schalter ganz links und rechts zu aktivieren. Okay, was steht hier? Ein Schalter. Ist das einer der berüchtigten Schalter? Ist das ein Schalter links? Okay, ich werde es probieren. Tippgeber, eine andere Wahl als den hier habe ich jetzt gerade nicht. Hallo? Oh nein, ein Camper! Und er campt! Die Camper sind zurück! Gib mir eine AWP! Ich bin zwar Gamer, aber ich weiß nicht, was AWP ist. Sorry, müsst ihr mich aufklären? Muss ich googeln?
vielleicht bin ich gar nicht so ein Gamer, wie ich dachte. Oder das Spiel ist einfach zu alt. Intoxer, natürlich hat der alte Toxer, da kann ich meinen Stein natürlich nicht drin lassen. Stein, zurück. Und, vielleicht diesmal, nein, ich nehme Schneepika. Ich will den Damage. Ja, mach Barriere, okay? Tu es. Ach so, du hast es getan. Dann wirst du jetzt geschockt. Yes. Ich liebe dieses Ding. Oh, Baby. Aber ich liebe auch meinen Stein. Ja, natürlich hat er ein... Wie einfallslos sind diese Trainer eigentlich? Komm schon. Jeder hat einen fucking Senior. Stein, mach es platt. Ich habe keine Angst mehr vor Senior, beziehungsweise weniger. Daneben. Oh, wie peinlich. Sagt er was? Meine Intensität geht nie daneben. Wegen 100 Trefferquote und so. Verstehen Sie? Oh, wieder daneben. Leg dir mal genauere Attacken zu. Du bläh. Stärke. Ja, okay. Jetzt hat er getroffen. Glückwunsch. Okay, macht mir gar nichts. Ich bin ein Stein und ich werde mich bald entwickeln. Ich warne dich. Ich werde mich bald entwickeln. Aufs Maul. Yes. Wachse, Stein. Wachse. Tauboga. Ich habe ein Déjà-vu. Na dann, Stein. Tu dein steiniges Steinding. Und Stein ist weg. Natürlich macht er so einen Dreck. Aber ich treffe trotzdem und töte es. Hör auf damit. Triff. Ja. Stein. Oh, Baby. Felswurf? Ja, warum nicht? Muss nur aufpassen. Achso, nee, Felswurf ist hier noch mega scheiße. Wobei, vielleicht, eventuell. Es müssten 3 Felswürfe treffen, damit es stärker als Steinwurf ist. Steinwurf ist genauer. Ja, ich glaube, ich lasse es mal. Wird ja niemand einen Fokusgurt dabei haben oder so. Okay, noch ein Visenior. Jetzt bräuchte ich einen geheilten Stein. Ich habe nur einen geschwächten Stein. Aber das lässt sich ändern. Mit einem Mittel, das sich Supertrank nennt. Kennt ihr? Ach ja, gegen Visenior kämpfen macht jetzt wieder Spaß, wo ich meinen Stein habe. Dabei fällt mir auf, davor hat es ja auch keinen Spaß gemacht, aber... Gleichstein entwickelt sich! Fetter Stein, 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 fetter, fetter, fetter Stein. Gyrok! Whee! Cool, ich dachte, es entwickelt sich nochmal, weil die Musik noch weitergeht. Abbruch. Das war rein Glück! Nein, war's nicht! Bleh. Okay, Wanderer. Da wird, glaube ich, hier... wer könnte da gute Karten haben? Soll ich Smetbo mal trainieren? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mit Shillok. Okay. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Kleinstein wie ein kleiner Stein klingt? Ach, wirklich? Nein, ist es nicht! Das öffnet mir die Augen! Vielleicht sollte ich anfangen, ihn einen kleinen Stein zu nennen. Oh, er hat einen Georock. Okay. Da bin ich ja mit Shillok ganz gut beraten. Surfer, tot. 164. Naja, kann man machen. Noch ein Georock. Du hast wohl nicht aus deinen Fehlern gelernt. Surf es weg, Shillok. Tot, überall tot. Und Level Ups. Yes, ja. Geo, was? Meinst du, das macht mir Angst? Es geht zwar dieses Mal nicht unter, aber ich werde es trotzdem tot surfen. Mit 124 Damage. Aufs Fressbrett, alter Schwede, die Erfahrung. Ja, Shillok, yo. Das war easy. Und warum zu... Was? Warum entwickelt sich Zubat? Ich hab das gar nicht... Hä, was passiert hier? Ich hab das Ding gar nicht trainiert. Es ist kein einziges Level aufgestiegen. Was? Warum? Was passiert hier? Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber eigentlich schon, aber ich bin nur verwundert. Anscheinend bin ich so ein guter Trainer, dass ich meine Pokémon einfach so entwickeln. Ich meine, ich weiß, dass sich Golbat nur mit einem hohen Freundschaftswert zu X-Bat entwickelt, aber doch nicht Zubat zu Golbat. Kann mir doch niemand erzählen. Also so viel weiß ich ja wohl auch. Was das wohl zu bedeuten hat, halt die Schnauze. Okay, wir haben jetzt einen Golbat, weil so halt, vielleicht war das Zubat einfach schon längst über dem Level, wo es sich eigentlich hätte entwickeln müssen. Und das Spiel hat irgendwie gedacht, hey, Moment mal, das müsste ja schon längst ein Golbat sein. Aber warum dann ausgerechnet jetzt? Naja, muss man nicht verstehen, wir haben jetzt einen Golbat, weil ich so ein guter Trainer bin. Vielleicht bleibst du ja sogar im Team. Wer weiß. Drück den Schalter. Ich meine, ich weiß, ich soll ja die linken und rechten Schalter drücken, aber ich hatte jetzt bis jetzt gar keine andere Wahl, als die zu drücken, die ich gedrückt habe. Komme ich jetzt weiter? Nein. Okay. Drück hier nochmal. Okay. Drück hier nochmal. Okay.
Zurück hin. Was zur Hölle? Achso, hier ist ja auch ein Schalter. Mist, habe ich vergessen. Okay. Reset. Reset Time. Reset Time. Ich mache das so, wie ich meine Rätsel immer löse. Ohne nachzudenken und einfach wildes herumprobieren. Bis jetzt ging das ganz gut. Aber wieso komme ich hier nicht durch? Was soll der Müll? Okay, kein Plan, absolut keine Ahnung. Ich habe alles, ich verstehe es nicht. Nee, keine Ahnung. Ich habe versucht halt immer nur den hier, beziehungsweise den hier, beide Varianten und den hier zu betätigen. Aber irgendwie hat es dann auch nicht mehr resettet, als ich rausgegangen bin und ich musste den hier drücken und ich, keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich habe es bis jetzt nicht verstanden und ich habe wirklich gegrübelt. Ich habe meine grauen Zellen alle angestrengt, alle drei versammelt, alle drei angestrengt, bis aufs Äußerste. Hab's nicht kapiert, okay? Kapier's auch jetzt nicht, aber ich bin durch und das ist alles, was zählt. Speichern, bitte! Aber ganz schnell speichern und Misty Schisty hat bestimmt ein Wasser-Pokémon. Deswegen, wobei, wie ich dieses Spiel kenne, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat sie wieder ein Visor, aber macht nichts. Ich schick mal Visaknosp ins Rennen.